Wir befinden uns mitten im Fahrerlager, am frühen Morgen, am Vortag des großen Rennens. Und noch spürt man nichts von der hektischen Spannung dieses Tages. Die Fahrzeuge bekommen ihre Nummern, werden offiziell abgenommen und die Monteure der verschiedenen Rennställe sind alle mit den letzten Vorbereitungen ihrer Rennwagen beschäftigt. Die Frauen der Rennfahrer sind selbst an einem solchen Tag zuerst mit sich selbst beschäftigt, während nebenan die Wagen vom Appart-Rennstall hergerichtet werden. Der Schweizer Spichinger unterhält sich noch mit seinem Mannschaftsführer und bekommt letzte Anweisungen vor dem Training. Noch sind fast keine Zuschauer da, da rollen schon die ersten Wagen der italienischen Rennstelle zum Training. Kaum eines der bisherigen Roswell-Rennen hat so glanzvolle Namen aufzuweisen, wie das als Weltmeisterschaftslauf für Gran Turismo-Fahrzeuge, der 1963 zum ersten Mal ausgetragen wird, und erster Lauf der Europa-Bergmeisterschaften, ausgeschriebene Roswell-Bergrennen 1963. Mit Edgar Barth, Sepp Greger, dem Belgier Bianchi, dem Italiener Colombo und dem Schweizer Tommy Spichiger ist zweifellos die internationale Motorsport-Elite am Start. Die besten Fahrer aus 6 Nationen, Italien, Schweiz, Österreich, Belgien, USA und der Bundesrepublik, bewerben sich um die wichtigen Welt- und Europameisterschaftspunkte. 3 Fabrikate stehen im Mittelpunkt. Appart, Ferrari und Porsche. Vor allem das Appart-Aufgebot ist heuer groß und die Porsche-Fahrer werden es nicht leicht haben, gegen die Konkurrenz aus dem Süden zu bestehen. Bereits das Training verlief sehr spannend. Als erster ging H. Liedl auf seinen Steirer Puch an den Start und wer seine Fahrt verfolgte, konnte feststellen, dass hier bereits eine klasse Zeit vorgelegt wird. Die Klasse zwischen 1300 bis 2000 Kubikzentimeter bringt sicher den erwarteten Zweikampf zwischen den Fabrikaten Volvo und Alfa Romeo. Hier interessiert uns besonders Horst Flott, der auch ein bekannter Bobfahrer ist und auf der Königseer Bobbahn, für uns Berchtesgadener kein Unbekannter. Interessant wird die Auseinandersetzung zwischen den Alfa Romeos und Glas S1204. Was viele nicht vermuten, die kleinen Renner von Glas erwiesen sich schneller als die Alphas. Bei den Gran Turismo-Wagen wird es zu dem erbitterten Zweikampf zwischen Male auf Appart, dem Belgier Bianchi ebenfalls auf einen Appart und dem deutschen Grand Prix-Fahrer Hans Hermann auf Stuttgart kommen. In der Klasse 1300 bis 1600 Kubikzentimeter ist der Altmeister Sepp Greger unbestrittener Aspirant auf die Klassenbestzeit. Heute ist nun der große Tag. Auf den Straßen in und um Berchtesgaden herrscht reger Verkehr. Die Obersalzbergstraße kann nur im Schritttempo gefahren werden, so stark ist der Zustrom der Zuschauer. Schon zu dieser Zeit ahnt man, dass es einen neuen Zuschauerrekord mit 20.000 Zuschauern geben wird. Die vorzügliche Organisation des Berchtesgadener Automobilclubs, der Rennleitung, des Sanitätsdienstes und aller anderen Beteiligten zeigt sich schon zu dieser Zeit. Vielleicht darf man bei dieser Gelegenheit auch einmal die Herren des Berchtesgadener Automobilclubs erwähnen, die sich um diese große Veranstaltung so verdient gemacht haben. Allen voran wohl den Präsidenten des Automobilclubs, Herrn Sperger.
aber auch Herr Hans Buchwinkler und Herr Fritz Hausenblass von der Rennleitung, den Zeitnehmer Kellerbauer, die Herren der Streckensicherung, Angerer Willi, Gummerer Josef, Modrecker, Schnagel, Hofbauer und Moosbacher. Die Parkplätze besorgte der Herr Josef Bieler, Betreuer des Fahrerlagers war Herr Heinrich Zechmeister. Den Sanitätsdienst versorgte das Bayerische Rote Kreuz Berchtesgaden unter seinem Kolonnenführer Hasenknopf. Eine der wichtigsten Aufgaben hat Luftkassier Ludwig Meyer mit seinen Hilfskräften zu erfüllen. Nicht vergessen werden darf aber der Einsatz der Land- und Marktpolizei unter ihren Chefs Bindel und Streibel. Unmittelbar vor dem Rennbeginn stehen wir am Ziel und blicken auf die Rennstrecke und das Fahrerlager hinab. Über 15, zum Teil schwere Kurven müssen von den Fahrern mit viel Geschick durchfahren werden. Das Wetter ist auch nicht mehr so schön wie am gestrigen Trainingstag. Während auf das Fahrerlager noch die Sonne strahlt, ist es am Ziel am Aham Büchsenkaser schon empfindlich kalt. Wer wird das Rennen gewinnen? Hans Herrmann oder Sepp Greger? Das ist jetzt die Frage, die jeden interessiert. Am Start ist alles klar, am Zeitnehmertisch herrscht reger Betrieb. Und der erste Wagen wird auf die Strecke geschickt. Mit Startnummer 130 geht Hölder Hans auf einem BMW 700S auf die Strecke. Wir wollen Ihnen nun an verschiedenen Fahrern deren Technik in den Kurven zeigen. Mit Startnummer 88 folgt auf dem kleinen BMW Hamann Peter. Helmut mit der Startnummer 86. Ihm folgt aber schon auf den vorher erwähnten Glas Hoser Alfred mit der Startnummer 108. Und dann kommen die Größen dieses Rennens. Hans Herrmann mit der Startnummer 40 auf einen Abarth Simca, gefolgt von Sepp Greger auf einen Porsche Carrera. Überhaupt war das Porsche Aufgebot sehr stark. Mit Startnummer 53 kommt Weber Michael und mit Startnummer 66 geht der trainingsschnellste Edgar Barth auf einem Porsche Abarth an den Start. Und dann kommt mit einem Ferrari Colombo aus Italien mit der Startnummer 77. Leider ist ein anderer Ferrari aus der Kurve getragen worden. Mit Startnummer 4 folgt Mario Bianchi aus Belgien auf einem Fiat Abarth, der damit die Klasse der Sportwagen und Gran Turismen Prototypen eröffnet. Dann folgt aber schon mit Startnummer 19 Hans Herrmann aus Stuttgart, der einzige deutsche Grand Prix-Fahrer, ebenfalls auf einen Abarth Sport. Gefolgt von Tommy Spichiger aus der Schweiz, ebenfalls auf einen Abarth Sport. Und mit Startnummer 25 kommt der deutsche Fischhaber auf einem Lotus 23. Während die letzten Fahrzeuge über den Kurs gehen, unterhält sich die internationale Motorsport-Elite oben am Ziel über den ersten Wertungslauf und tauscht ihre Erfahrungen über die Strecke und den Zustand aus. Bekannte Namen unterhalten sich hier. Hans Herrmann mit dem Schweizer Tommy Spichiger, Walter Heini und der deutsche Fischhaber. Inzwischen ist auch der Generalsekretär des AVD, Hans von Rosenthal, die Strecke abgefahren und äußert sich sehr zufrieden über die Durchführung dieses Rennens. Die Helfer haben nun die Aufgabe, den am Ziel hinausgetragenen Wagen von der Strecke zu bringen, während die Sportwagen die Abfahrt zum zweiten und alles entscheidenden Durchgang machen. Inzwischen wird auch die Strecke von den Streckenposten wieder in Ordnung gebracht und Hans Buchwinkler lässt es sich nicht nehmen, aus der Straße die Steine zu kehren. Inzwischen hat sich das Wetter zusehends verschlechtert und das Grollen eines nahenden Gewitters kündigt sich an. Die meisten Zuschauer harrten aber trotz des Unwetters aus, nur wenige begannen zu flüchten. Durch das Unwetter wurde zeitweise die Zeitnahme und die Übermittlung der Ergebnisse von der Rennstrecke zur Rennleitung unterbrochen. Nur der Kassier Meyer mit seinen Helfern zeigte noch ein lachendes Gesicht und stärkt sich mit einem kräftigen Schluck aus der Flasche. Der zweite Durchgang wurde vielen Fahrern zum Handicap.
Sie gerieten in heftigen Regen- und Hagelschauer. Die Straße war durch eine Schmierschicht gefährlich geworden, sodass nur mit verminderter Geschwindigkeit gefahren werden konnte. Die Rennleitung beschloss, das Rennen nicht abzubrechen und die Fahrer zeigten nun wahrhaft sportlichen Geist. In offenen Sportwegen fuhren sie mitten in den Hagelregen hinein und zeigten am Ziel noch lachende Gesichter. Hans Herrmann und Tommy Spichiger, die im ersten Durchgang führten, wurden nun im zweiten Durchgang ein Opfer des Hagels. Sieger in der Gesamtwertung und Klassenbester wurde Edgar Barth auf einem Porsche Abarth. Einen neuen Streckenrekord für die Rossfeldstraße stellte aber Hans Herrmann aus Stuttgart mit seinem Abarth Sport 2000 auf. Trotz des Unwetters wurde aber der diesjährige Welt- und Europameisterschaftslauf auf der Rossfeldstraße ein voller Erfolg für Berchtesgaden und seinen Automobilclub. Wir vom Berchtesgadener Schmalfilmclub freuen uns, dass wir in mühevoller Arbeit und mit den bescheidenen Mitteln, die uns als Amateure zur Verfügung stehen, in der Lage waren, Ihnen diesen Filmbericht zu drehen.